schönen guten Tag und willkommen zu meinem neuestes Projekt Dead Rising. Oder wie ich sagen würde, Zombie im Kaufhaus. Halt. So, dann würde ich mal sagen, möge der Spaß beginnen. So, ich spiele das in den 72-Stunden-Modus. Das ist ein komplett neuer Spielstand, den ich mache. Hey, buddy. You mentioned something about research for a story. That's right. Got a tip that something big's happening. In a nowhere little town like that? They sure didn't mention anything about it on TV. Yeah, well, I'm freelance, pal. I don't make my living waiting for the TV to tell me what to cover. Here she is. Willamette, Colorado. Population 53,594. Distinguishing characteristics? Jack shit. About the only thing to do in this town is kill time at the shopping mall. What was that? The army? Yeah. Looks like taking a helicopter was the way to go. I bet they got all the roads blocked off by now. All right, listen. I want to get shots of the whole town before the National Guard finishes roping it off. Take me over the main street. Mache ich mal ein paar kleine Fotos. Unbekannt, kein Drone da, okay. So, okay, mit rechts die Kamera bewegen, mit X auslösen, mit B vergrößern, mit A verkleinern. So, was haben wir da? Nicht übel, Gewalt. Wehrt sich einer? Was ist das? Some kind of riot? Sieht auf jeden Fall besser aus. Nett. Der Typ wehrt sich gegen diese Art von Zombies. Sure is. Jetzt haben die Zombies den. Okay, nichts Besonderes.
Der steht da nur so doof herum. Perfekt. Die Tankstelle ist gerade hochgegangen. Waldfoto. Center of town. Take me there. Roger. Top of that mall? You gotta be kidding me. Man, you are nuts. All right, listen. Don't forget to come back for me. As long as you're not dead, Fred. It's Frank. Frank West. Remember that name, because the whole world's gonna know it in 3 days when I get the scoop. Down to that rooftop. No, I'm gonna get my butt chewed out for this one. We're going down. Hello there. You're the reporter, aren't you? Yeah, You came alone? Yeah, I'm freelance. You know, go on the battlefield alone, no crew. So, what's going on around here anyway? You came by helicopter, didn't you? What did you see from the sky? Well, if it were just a riot, I doubt the military would quarantine the entire area. The moratorium on information getting out is a little extreme, in my opinion. There's, something else I can't put my finger on. Doesn't sound like civil disobedience. It's too quiet. Almost as if everyone's already dead. Yeah.
So why don't you just tell me already? What's going on? I think you'd better see for yourself. This, my friend, is hell. So, Zeit. Frank muss am 22. um 12 Uhr am Heliport sein oder er wird im Einkaufszentrum zurückgelassen. Achte beim Spielen genau auf deine Zeit. Mit links die Uhr prüfen. So, einmal schauen. 12 Uhr. Wunderbar. So, und ja. Wo war ich drin? Ich habe den Faden verloren. Ach ja. So, ich spiele Frank West, ein freier Journalist, der halt einen heißen Tipp bekommen hat, dass in Colorado irgendwas vor sich geht. So, und jetzt habe ich 3 Tage Zeit, um halt diese Information nachzugehen, um halt daraus eine Story zu machen. Und Kalito, der hat vorhin sag mal schnell, unseren Fang. Und klar, das Militär spielt mal wieder, wie soll ich so sagen, hat wieder Dreck am Stecken. So, dann gehe ich mal in den Überwachungsraum rein. So, der Überwachungsraum. Okay, speichern. Du kannst deinen Fortschritt an Orten speichern, die mit S markiert sind. Zum Beispiel am Sofa, im Überwachungsraum oder in der öffentlichen Toilette. So, das ist halt der Überwachungsraum. Ja, so eine Art Sicherungsraum oder Safe Room. Und da in den Räumen, da werden später halt die Überlebenden, die ich gefunden habe und hierhin gebracht habe, sag mal schnell, ja, die bleiben dann hier fürs Erste, bis die gerettet werden. So, und natürlich spielt bei den Spielen Faktor Zeit eine wichtige Rolle, weil man hat die Uhr ständig im Nacken. So, dann einmal untersuchen. What in the world? So, gerade wurde da eine Frau aus ihrem Auto gezogen und von, ja, und gefressen von den Zombies. So, hier ist nix. So, dann gehe ich mal weiter. So, Entrance Plaza betreten. Hey, bring that over here. Quit screwing around! Oh, have you seen my baby? I can't live without my precious little sweetie doggy! Oh, where is my Madonna? Where is she? Oh, Madonna. Hey! This is no time to ogle pretty girls, son. You looking to get yourself eaten alive by zombies? What? Did you just say zombies? Take a look out there. If those ain't zombies, what would you call them? There's been more and more of them since last night. Now,
They're all that's out there. Eh, look on the bright side. Zombies are stupid and slow. We should be safe in here. All right, then. Feel like making yourself useful? Take a look around the mall. Bring anything we can use for the barricade back here. Andale! Come on, pronto! So, okay, mit der Kamera kann ich dann Fotos jetzt machen. So. Manchmal. Fantastic. Perfekt. So, das Lindsay, die verwirrte Dame, die Madonna sucht. Anscheinend ein Hund oder so. Baleni und Dana, okay. Mark mit einem Knüppel. Katie und Ellen. Oh, die scheinen auch ein bisschen Stress zu haben. Every time I come shopping with you, something happens to raise my blood pressure. What do you mean? So. You! Stop right there! Do you have any idea what you've done? Why did you summon me to this place? What are you planning? Would you calm down? I don't even know what you're talking about. What the? Gegenstände. Verschiedene Gegenstände ermöglichen unterschiedliche Aktionen. Manche Waffen ermöglichen spezielle Angriffe, indem du kurzzeitig X drückst. Mit X angreifen, mit RT plus X werfen. So, es können mehrere Gegenstände mitgeführt werden. Die Maximalanzahl führbare Gegenstände kann durch Stufenordnungsstiege erhöht werden. Mit L und B kann man Gegenstände wechseln, mit Steuerkreuz nach unten ablegen und mit Steuerkreuz nach oben verstauen. So. So, jetzt habe ich halt einen Vierkampfholz. Schickes Foto machen. Hot ist tot? Nein, nicht tot. Okay, die Katharina ist tot. Dana ist tot. Durchmogeln. Ellen, Katharina ist tot. Jetzt müssen die gerade einen fressen. Huh? Where are the others? I don't know. I hope they got away. Oh.
As long as those things are in the mall, we'd better not use this door. What are you doing? The air ducts. They'll get us back into the mall, and apparently those things aren't smart enough to use the ducts. So they won't be a factor. Wait a minute. You want to get back in there? What for? Hey. Nice camera. Are you a photographer? As a matter of fact, I am. Frank West, photojournalist. Could you show me some pictures, Frank? You really seem to know what you're doing. Who are you guys, anyway? And what are you... I took that one near the entrance. That guy do something? Nope. Thanks for showing me, though. Hey, we're not done talking yet. Just who are you guys? I'm Jesse. The man you saw earlier is Brad. That's all I'm authorized to tell you. Ja, noch gute 71 Stunden und 90 Minuten habe ich noch Zeit. So, dann würde ich mal mit hierhin. Oh, einmal reden. Also, sie kann mir keine Fragen leider nicht beantworten. Okay. Dann nehme ich mal Kaffee Weiß mit. So, dann rede ich einmal mit Otis. So, okay, du hast nicht ernsthaft vor, noch einmal dahin zurückzugehen, oder? Na gut, wenn du schon gehen musst, dann nimm wenigstens das Fluggerät hier mit und diese Karte. Okay. So, dann gehe ich nochmal übers Dach. Jetzt habe ich eine Karte und ein Funkgerät. Herum. Ach, der Jeff. Mal schauen. Okay. Oh, ob ich seine Frau gesehen habe? Das weiß ich noch nicht. Okay, das ist Jeff Meyer. Und ja, der folgt mir jetzt. Überlebende eskortieren. Okay, Überlebende verhalten sich unterschiedlich, je nach Umständen, um... Und eigene Persönlichkeiten. Es ist sinnvoll, so viele wie möglich zu sicheren Überwachungsraum zu führen. Mit Y Überlebende rufen, mit RT plus Y Zielpunkt setzen. So, ihr habt jetzt einen Überlebenden gefunden. Ich nehme noch einen Baseballschläger mit. Mister! So. Okay, das ist die Natalie. Fantastic. So, ein schönes, perfektes Bild gemacht. So. Dann... So, dann würde ich mal beide mal zum Überwachungsraum eskortieren. Oh, Stufenaufstieg, wunderbar. Mehr Leben. Oh. So,
PP-Prestigepunkte werden für Aktionen vergeben, wie Überlebende in Sicherheit bringen oder Zombies besiegen. Wenn die PP-Anzeige voll ist, steigt Frank eine Stufe auf. So, Angriff kann gesteigert werden, Tempo kann gesteigert werden, dann bin ich schneller unterwegs, Leben für maximale Leben ist auch klar. Inventar ist für mehr Platz im Inventar, Werfen ist für mehr Wurfreichweite und neue Fertigkeiten sind halt neue Fertigkeiten, die ich erlernen kann. So, es gibt 5 Arten, die ich halt... Oder 6 Arten von Attributen, die ich steigern kann. So, ich bringe den noch einmal in Sicherheit. So. Dann schnell in den Überwachungsraum. Okay, Natalia Meyer, 53 Jahre alt. So, Eskorte abgeschlossen. Wunderbar. Oh, Stufenaufstieg. Neue Fertigkeit. Okay, was für eine Fertigkeit habe ich? Sprungkick erworben. So. Aber ich würde mal auf jeden Fall einmal kurz speichern gehen. Weil ich denke mal, das würde mal fürs Erste reichen. So, man kann auch gucken. Das sind die beiden. You saved my life. So. So, dann würde ich mal einmal speichern gehen und... So. Spiel erfolgreich gespeichert. Wunderbar. Ja, dann würde ich mal sagen, war es das auch wieder fürs Erste. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Ganze. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag noch. Bis bald und tschüss.